Schreiber. Schreiber war früher die Bezeichnung für jemand, der beruflich Schreibarbeiten ausführt. Im alten Ägypten, im Griechenland, in Rom, auch in China und in Indien gab es Menschen, die hauptsächlich geschrieben haben. Sie wurden als Schreiber bezeichnet. Schreiber waren Menschen, die eine besondere Bedeutung haben, denn so viele Menschen konnten nicht lesen und schreiben. Heutzutage ist der Name Schreiber umgangssprachlich verwendet und bezeichnet den Verfasser eines literarischen Werkes. Jemand kann der Schreiber eines Romans sein oder der Schreiber auch eines Fachbuches. Auch heute noch gibt es spezialisierte Schreiber. Es gibt die Amtsschreiber, es gibt die Fernschreiber, es gibt Geschichtsschreiber, es gibt auch Romanschreiber, Stadtschreiber. Und es gibt auch die Kugelschreiber.